Wir waren jetzt hier noch im 7-Eleven. Chilak ist schon im Bett, ne? Kein Mensch, kein gar nichts. Die Thai-Polizei begegnen würde. Und ich bin eine Minute nach neun hier kurz vorm Hotel. So an Fußgängern, Menschen auf der Straße. Nicht ein Mensch hier. So Leute, wir sind jetzt hier an einem Freitagabend in Bangkok. Wir waren jetzt hier noch im 7-Eleven. 10 Minuten vor 8 haben wir es jetzt. Der macht nämlich, die ganzen Geschäfte haben ja auch nur bis 8 Uhr auf, damit die Leute noch nach Hause können. Aber wie man hier vielleicht sieht, ich kann das ja mal ranzoomen hier. Manche Shops haben sogar noch offen. Die Leute sitzen und essen noch. Naja. Traffic ist noch einiges vorhanden, wie man hier sieht. So sieht also Bangkok aus. Relativ genau eine Stunde vor 9 Uhr vor Lockdown. Ich komme in circa 50 Minuten nochmal wieder und guck mal mit euch, wie die Straßen hier aussehen. 10 Minuten vor 9 Uhr, also kurz vor dem Lockdown. Okay Leute, also bis gleich. Hier auch ein paar Meter weiter. Überall sitzen die Leute noch und essen zum Teil und naja, haben wir noch eine gute Stunde Zeit. Ja, und hier auch noch in dieser kleinen Bar um die Ecke, Bruderhaus. Punkt 8, noch gemütlich Leute am Trinken und Sitzen. So, die Kap. Ja, mal gucken, wie das in einer knappen Stunde hier aussieht. Wir haben es jetzt 8:45. 15 Minuten vor Lockdown. Chilak ist schon im Bett, ne? Ja, I go short. I want to make video. Ne? Ich will mal gucken, wie das in Bangkok ein paar Minuten bevor der Lockdown startet ausschaut. Und dann nehme ich euch jetzt mit und you're waiting here, ne? Yes. You're waiting here. I come back soon, okay? Okay, be careful. I'm careful. No problem. Ja, hier ist der Eingang von unserem noch Domizil Deluxe. Also diese kleine Zubringerstraße hier zu der Lat Pao Road. Ist ja auch eine der meistbefahrenen Straßen hier in Bangkok. Hier schon mal nichts los. Kein Mensch, kein gar nichts. Nicht mal ein Street Dog. So, wir nähern uns der großen Straße, der Lat Pao Road. Hier ist auch noch jemand mit dem Scooter unterwegs und also ein paar Autos und hier fährt wahrscheinlich auch der letzte Bus. Der ist auch noch gut besucht. Also ich weiß jetzt nicht, wie das ausschaut, ob es hier so eine Kulanzzeit gibt, ne? Wenn die Polizei hier kontrolliert, wie das denn ausschaut, ob man vielleicht, die sagen, okay, Viertelstunde, lassen wir noch durchgehen. Wenn das einer weiß von euch, packt das mal in die Kommentare. Ja. Also für Bangkok-Verhältnisse ist hier gar nichts los. Die Straße ist eigentlich fast tot. Ja. Ein paar wenige Autos. Meistens Taxis. Ja. Also ein Fußgänger, das ist natürlich auch ungewöhnlich hier für die Gegend, ist mir überhaupt noch nicht begegnet. Ganz wenige Roller und die meisten Leute sind halt noch mit dem Auto unterwegs. Oder mit dem Motorrad, ja.
Wir haben es jetzt 8:55. Also ob die Leute alle in den nächsten 5 Minuten nicht mehr in den Autos sitzen, das mag ich bezweifeln. Ja. Also ich kann mir gut denken, dass es hier so eine Karenzzeit gibt, so einen Spielraum, wo dann halt wenn die Polizei hier dann Kontrolle fährt, sagt, okay, Mensch, 9. Lockdown, alles was hier noch 20, 30 Minuten, keine Ahnung, auf den Straßen ist, okay, das interessiert uns nicht, aber ab eine gewisse Zeit danach, dann wird dann halt doch durchgegriffen, kontrolliert und dann halt wahrscheinlich dann in Gewahrsam genommen. Ja. Ja, hier auch noch 2 Roller. Dann ab mal nach Hause, Jungs, hier. Okay, so, ich muss ja auch noch nach Hause, deswegen. Ja, Autos und Roller, ne? Doch noch einiges unterwegs. Also ich dachte gerade so ein paar wenigen Minuten nach dem Lockdown, dass die Straßen doch verhältnismäßig leer sind. Ja, aber wie man hier sieht, es ist wirklich halt so an Fußgängern, Menschen auf der Straße. Nicht ein Mensch hier, auch an der großen La Power Road. Nicht eine Person gesehen, also alle sitzen in den Autos, sind mit Sicherheit auf dem Weg nach Hause und ja, oder ein paar wenige auf dem Roller und Motorrad. Ja, wie gesagt, falls das einer weiß, ob es da so ein bisschen Spielraum gibt, habt ihr da was gelesen, packt das einfach mal in die Kommentare. Jetzt wird es hier ein bisschen dunkel. Ja. Vier Minuten habe ich noch. Aber das schaffe ich. Aber ich glaube, wenn mir jetzt hier auch die Thai-Polizei begegnen würde und ich bin 8:58 hier kurz vorm Hotel, ich glaube, es würde mich ganz, ganz stark wundern. Aber naja, wäre vielleicht in Deutschland so. Im Land der Bürokratie, wie man immer so schön sagt. Ja, so, jetzt ist es 9:00. Ich bin jetzt auch ungefähr geschätzte 60 Meter von meinem Hotel. Hier ist jetzt auch noch einer mit seinem Scooter unterwegs. Der scheint auch ganz entspannt zu sein. Jo, okay, gehen wir nach Hause, Junge. Ja, so angekommen, wo wir hochgehen, bevor die Mai sich Sorgen gemacht. Hier ist noch der freundliche Sicherheitsdienst. Jo, hätte ich mir ein wenig toter vorgestellt. Also wie gesagt, ich bin echt überrascht, dass halt wirklich kaum, also Fußgänger, überhaupt gar keinen gesehen. Ja. Aber ein paar Fahrräder und so waren dann doch noch unterwegs. So, yippie. Baby, I'm back. Careful, I come with camera. Don't be naked. Oh, YouTube block me. Yeah. Yeah, I'm back. People on the street walk 0, but have cars on the street and some motorbike. But I think when 9 start lockdown and police watching 10 minutes after people, I think for it not really control. Oh, I see control. I don't know, but I think when you long time after, I think so, the police check 10 or 11 and you done on the street then. The police ask you, hey, guy, where you want to going here? Ne? Ja, das war mal ein kleiner Einblick. Ich war da komplett neugierig und habe da mal spontan ein Video gemacht, weil ich wollte halt diesen Moment oder diese Wahrnehmung mit euch teilen. Ne? Und ja, Sleepy, nun morgen,
Nur Normai? Na, vom Katja ich hab. Okay, ich gehe jetzt duschen, dann geselle ich mich zu meiner sogenannten besseren Hälfte. Ja, lasst einen dicken Daumen da, falls euch das gefallen hat. Und ja, insofern so ein Before-Lockdown-Video gefallen kann. Aber vielleicht für den einen oder anderen mal interessant. Oder vielleicht für die Leute in Bangkok hier, die wissen, was Lage ist. Aber die meisten, die meine Videos schauen, halten sich ja vielleicht nicht in Bangkok auf. Bis zum nächsten Mal auf den Channel von Chocolate. Genau, das sind wir beide. So, bei Abnahm. Ja, Aiko Shower bei Abnahm. So, ciao. You can say peace, love and rock and roll. Peace, love and rock and roll. Das hast du gut gemacht. Ciao.